Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge. Und zwar beginnen wir die Rewards heute mit dem Mittwoch. Bei mir ist Mittwoch kurz vor 7. Und zwar habe ich aus der letzten Woche ja noch ein Inform-Pack übrig. Das andere werden wir natürlich auch noch ziehen in dem Video. Heißt, meine Rewards aus 2 Tagen zusammengerechnet. Ansonsten haben wir hier noch 2 Gold-Packs. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, ich glaube von Squad Battles, da habe ich mal letzte Woche ein Spiel gemacht. Dann haben wir noch ein 7,5K-Pack, 2 15K-Packs. Die werden wir jetzt gleich runterziehen. Und dann ziehen wir natürlich das 3er-Inform-Pack und hoffen auf Cristiano Ronaldo oder irgendeine andere kranke Karte. Denn im Team der Woche sind unfassbar geile Karten. Natürlich möchte ich Cristiano Ronaldo unbedingt in Rot ziehen. Aber das möchte natürlich jeder. Und wir werden den garantiert auch nicht bekommen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Ansonsten haben wir nämlich noch 90er Aguero drin, 89er Higuain ist auch stark, 87er Donnarumma, 90er Koulibaly und 86er Fabregas oder 84er Brandt sind alles Spieler, die Coins einbringen können. Von dem her bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir da auf jeden Fall irgendeinen geilen Walkout rausziehen können. Und dann ist in wenigen Sekunden 19 Uhr und wir können direkt reinstarten mit den Goldpacks. Da werden wir wahrscheinlich nichts drin ziehen, aber ich möchte dann trotzdem schon mal zum neuen Team der Woche öffnen und das machen wir direkt. Wir starten rein mit dem ersten 5K-Pack. Kein Walkout können wir direkt skippen. Da wollen wir natürlich keine Zeit verlieren und so schnell wie möglich zum Inform-Pack kommen. Wir werden die ganzen Spieler jetzt mal behalten und nicht abstoßen. Haben sich auch vor kurzem mal wieder ein paar Leute drüber beschwert, dass ich das gemacht habe vor kurzem. Habt ihr schon recht, es lohnt sich eigentlich immer, die Non-Rare-Spieler nicht abzustoßen, sondern zu behalten und ja, nachzuschauen, ob die ein bisschen was wert sind durch SBCs und so weiter, kann das nämlich immer mal der Fall sein. Kommen wir zum 7,5K-Pack, dann die 2 Vorbesteller-Packs und dann das Inform-Pack. Und dann geht's später im Video natürlich mit den roten Player-Picks weiter. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe nur auf Ronaldo. Higuain oder Aguero könnte ich einfach nicht gebrauchen. Klar, Aguero ist immer gut zum Einwechseln oder so. Aber ja, Ronaldo ist unser Mann, auf den wir hoffen werden. So, die Goldpacks sind, wie erwartet, absoluter Müll. 84er Schmeichel immerhin ist gar nicht mal so schlecht. Damit kann ich leben. Immerhin ein Schlitz am Start. Den Rest stoßen wir ab und dann kommen wir zum letzten 15K-Packs und dann geht's rein. Puh, gleich ins Inform-Pack. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wenn wir keinen Walkout ziehen, dann absolut RIP. Obwohl so viele Walkout-Informs im Team der Woche sind, dann keinen Walkout zu ziehen, das wäre extrem bitter, muss ich wirklich sagen. Zack, 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 zack. Und dann hoffe ich, hat es sich gelohnt, dieses Inform-Pack aus der letzten Woche aufzusparen. Es gibt natürlich auch viele Nieten von den Walkout-Informs, aber wir schauen einfach mal rein. Wir ziehen das Pack in 3, 2, 1. Bitte gib uns ein Walkout. Bitte, wir brauchen Coins. Walkout ist am Start. Sehr schön. Finn Bogason. Das, meine Freunde, war es an der Stelle komplett. Ah, das ist natürlich überhaupt nicht der Spieler, auf den ich gehofft habe. Und die zwei anderen sind der größte Müll aller Zeiten. Finn Bogason. Ja gut, ich würde sagen, die behalte ich erstmal noch. Es ist zwar gerade kurz nach 19 Uhr, aber die werden sowas von unfassbar schnell auf Abstoßpreis fallen. Zumindest die zwei, der auf jeden Fall. Gut, damit haben wir damit auf jeden Fall schon mal keine Coins gemacht. Cristiano Ronaldo können wir trotzdem noch in den roten Player-Picks oder im nächsten Inform-Pack ziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut wieder. Ab geht's. So, der nächste Tag ist angebrochen. Es ist Donnerstag, der Tag, an dem ihr das Video seht. Und wir können reinstarten in die Division Rival Rewards und in unsere Pro Champions Rewards. Heute ist der Tag der Tage gekommen. Heute die Chance, auf den roten Cristiano Ronaldo abzugraden. Das wäre so abnormal heftig. Schreibt mir, wie gesagt, unbedingt in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Würde mich echt interessieren. Ich habe auf Twitter auf jeden Fall schon den ein oder anderen roten Ronaldo gesehen. Von dem her bin ich guter Dinge, dass es klappt, Kappa. Wir machen ihn hier natürlich direkt schon mal rein. Sieht richtig, richtig schön aus. Aber wir starten erstmal mit den Division Rival Rewards. Und da werde ich heute die Packs nehmen. Normalerweise würde ich jetzt schon immer die Münzen nehmen. Aber dadurch, dass momentan Headliner in den Packs sind,
und Cristiano Ronaldo in Form, entscheide ich mich heute ausnahmsweise mal wieder für die Packs. Komm schon, ich hoffe, das war keine dumme Entscheidung. Und wir holen hier mindestens 42.000 Münzen raus, das wäre natürlich knackig. Ein Megapack, ein 50k-Pack, ab dafür. Oh, ich bin so gehypt auf die roten Karten. Aguero oder Higuain wäre natürlich auch nice, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich würde mich nicht über die freuen. Auch nicht über Aguero, weil er halt nicht in mein Team passt. Nehmt mir das nicht übel. Ich will heute wirklich nur Cristiano Ronaldo. Schauen wir mal, was heute drin ist. Wir starten auf jeden Fall ohne Brett. Das ist auf jeden Fall schon mal stark. Das ist Acuna 80er. Ja, wir steigern uns nach und nach, würde ich sagen. Fügen wir auch alles dem Verein hinzu. Absolute Legende, Zielinski, bester Mann. Ansonsten Positionskarten kann man immer gebrauchen. Und zack, 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 zack. Und ein Laie-Pack bekommen wir auch noch mit dazu. Wenn das nicht mal großzügig ist. Let's go. Rest stoßen wir ab. Wir öffnen erstmal noch kurz das Laie-Pack. Vielleicht haben wir sogar einen Headliner drin. Ich glaube, das ist auch möglich. Wir haben aber keinen Headliner. Irgendeine brauchbare Karte. Alles klar. Kann ich eigentlich abstoßen. Vor allem, wenn es Sokrates ist. Und das ist der Fall. Weg damit. Und dann kommen wir zum 50k-Pack. Hat sich's gelohnt, mal wieder die Packs zu nehmen? Oder hat sich's nicht gelohnt? Es hat sich definitiv nicht gelohnt. Bleibt auf jeden Fall bei den Münzen, Leute. Außer ihr geht halt ab und zu mal das Risiko ein. Was ich auch persönlich ganz cool finde. Packs zu ziehen macht natürlich immer mehr Spaß als Coins nehmen. Aber das hat mal wieder gezeigt, dass ich es nicht hätte machen sollen. Aber naja, was soll's. Das ist halt echt ein abartig schlechtes 50k-Pack. Unfassbar. Na gut, lassen wir es. Ich würde sagen, es wird Zeit für unsere Weekend League Rewards, für unseren roten Cristiano Ronaldo. Ja, Elite 2 ist es mal wieder geworden, ihr wisst Bescheid, schaut auf jeden Fall das Video von gestern an, falls ihr das verpasst habt, da gab es meine Weekend League Zusammenfassung. 25 Siege, 5 Niederlagen, dafür bekommen wir mal wieder 3 rote Informs, 100.000 Münzen, 100k-Pack und nochmal ein Inform-Pack. Ist auf jeden Fall ganz nice. Puh, oh mein Gott, roten Cristiano Ronaldo zu ziehen, das ist das Beste, was man meiner Meinung nach ziehen kann. Scheiß auf Team of the Year, ist ein roter Ronaldo, sieht zu krank aus. Let's go. Erstes Pack. Kagawa 85. Ist okay als Start, würde ich sagen. Hat sich direkt bei Besiktas in Inform abgeholt. Finde ich auf jeden Fall cool. Kagawa ist auf jeden Fall ein sympathischer Typ. Von dem her gönne ich ihm, dass er jetzt bei Besiktas auf jeden Fall, ja, vielleicht wieder zu alter Stärke findet. Cervinho ist natürlich auch eine absolute Legende. Kann ich nicht gebrauchen. Kagawa fürs Rating. Pff, zweites Pack. Cristiano Ronaldo, bitte, Bruder. Oh, das ist natürlich unfassbar scheiße. Heilige. Oh mein Gott. Was eine Auswahl. Was eine Auswahl. Der ist natürlich ganz okay, würde ich sagen. Der hat echt geile Werte, muss man echt sagen. Ja, komm, wir nehmen einfach den 81er, was soll's. Und dann letzter Pick, wir werden Ronaldo nicht bekommen. Ich habe es auch schon gestern im Video gesagt, das ist einfach unfassbar unmöglich, den zu ziehen. Da muss man sowas von reinlacken oder in Silber 1 kommen. Einer auf Twitter ist in Silber 1 gekommen und hat ihn gezogen. Das war zu krass. Wir ziehen das letzte Pack. Let's go. 86er Fabregas. Absolut beschissene Rewards. Also wirklich, die sind echt scheiße. Da kann ich mich auch echt nicht drüber freuen, weil wir verpassen auch geile Spieler, wie zum Beispiel so ein Julian Brandt wäre cool gewesen, aber das ist wirklich Müll. Ciao, Leben. Naja, das war's dann mal wieder. Mal wieder einen Tag Hoffnung gehabt auf einen roten Ronaldo. Das Feeling war auf jeden Fall da. Vielleicht ziehen wir ihn ja jetzt gleich noch im Inform-Pack. Kappa. Schauen wir mal. Also ich habe wirklich schon extrem lange keine kranken roten Karten mehr gezogen. Also das Packlack ist definitiv zu Ende. Wir schreiben zwar immer noch jede Woche, Leute, yo, du ziehst morgen sowieso Ronaldo, yo, du ziehst sowieso den und den, aber ich ziehe momentan nichts Geiles mehr. Ist einfach so. Aber
schauen wir mal. 100k-Pack ist am Start, wenn da kein Walkout drin ist. Okay, es ist ein Walkout. Es ist ein Headliner, let's go! Das ist Suso. Der ist ordentlich scheiße. Nee, ordentlich scheiße nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, okay, ich sollte nicht mehr auf Footbin schauen, habt ihr mir geschrieben. Von dem her lassen wir das. Aber Suso, Headliner, nehme ich mit. Gar keine Frage. Geht natürlich sehr, sehr viel besser als Suso. Gibt natürlich geilere Karten. Aber der ist trotzdem nice. Der ist trotzdem nice. Ist noch was dahinter. Ja, 3,85er. Mega nice. Duplikate? Nee. Haben wir einen noch von Bremen für das ultimative Pack? Nee, haben wir auch nicht. Aber ist nice. Headliner Suso kostet, ich sag mal 50k. 100. 100k. Da habe ich nichts gesagt. Knapp 100k, 95. Mega stabil. Mega nice. Saul kostet bestimmt auch mindestens 10. 10, 15k. Kimmich sollte eigentlich auch 15 kosten. Alter, was ein Pack. Richtig gut. Vidal kostet auch so 10. Also für die vielleicht so 40. Für den 100, 140. Rest dann noch so mal so 15k. 160k fast mit dem Pack. Das ist überragend. Let's go, Mann. Sehr schön. Nice. Bin ich mit zufrieden. Absolut zufrieden. RIP, roter Ronaldo. Muss ich schon sagen, aber naja, ich bin mir sicher, wir ziehen dieses Jahr noch irgendeine geile rote Karte, die dann perfekt ins Team passt. Schauen wir mal. Und dann kommen wir zum Abschluss des Videos zum 3er Inform Pack. Da kann man eigentlich fast keinen Walkout ziehen, weil ich habe gestern auch sehr, sehr viele Inform Packs von anderen E-Sportlern gesehen und die haben da immer einen Walkout drin gehabt und ich ja auch. Von dem her, wir ziehen das Pack. Komm schon, bitte kein Karma dafür, was ich jetzt gerade gesagt habe. Cool. Das ist zu krass. Halt's Maul. So viel dazu. Ich würde sagen, ich bin raus. Das war wirklich mal wieder die größte Frechheit aller Zeiten. Wenigstens war das 100k-Pack richtig gut. Insgesamt kann ich trotzdem zufrieden sein, bin ich ehrlich. Passt auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende wieder zur Weekend League. Macht's bis dann gut, haut rein und ciao.